Hallöchen, meine Lieben. Ich zeige mich gleich. Ich kann mich jetzt gerade nicht vor die Kamera begeben, weil man das nicht so gut sieht. Wir sind bei mir oben im Zuchtbereich und ich wollte euch heute gerne einmal zeigen, wie man ein 60 Liter Aquarium für zwei Bettas einrichtet. Bettas Blendens natürlich. Und um das Ganze ein bisschen schneller zu gestalten, habe ich jetzt kein neues Becken genommen, sondern schon eins, was eingelaufen war, wo ein paar Garnelen drin gewohnt haben. Deswegen kann es sein, dass hier noch eins unserer zwei rumflitzen, weil ich nicht alle bekommen habe. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt gerne damit anfangen, weil durch die anderen Videos, vor allem durch das NanoCube-Video, so ein bisschen der Verdacht aufkam, dass ich meine Fische in 20 Liter Kästen einsperre, was ja nicht der Fall ist. Das 20 Liter Becken wird nicht dauerhaft von einem Kampffisch bewohnt, sondern nur von denen, die halt gerade abgegeben werden sollen, also von Jungtieren. Wie man für wenig Geld zwei Kampffische unterbringen kann und das auch artgerecht, weil nach Adam Riese hat dann jeder am Ende um die 30 Liter. Plus, minus, je nachdem wie hoch man den Wasserstand macht. Ich habe hier, das ist schon ewig alt, ihr seht schon, das ist schon so ein bisschen abgerockt. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Das sind hier meine Silikonpunkte, wo ich immer die Trennwände fixiere. Also wie gesagt, das kann ich in 4 aufteilen, in 2, in 3, je nachdem. Und ich wollte euch heute gerne mal zeigen, wie ich das jetzt für zwei Bettamännchen fertig mache, die dann weil sie nicht abgegeben werden können, beziehungsweise weil es meine Zuchtböcke sind, dort dann leben. Denn die Zuchtböcke müssen natürlich gut konditioniert werden und ich möchte die dann nicht in 5 Liter Boxen hausen lassen. Genau, was ich an Technik benutze, ist ein ganz normaler Heizer. Das ist jetzt einer von Tetra, HT50, kann auch ein 25er sein. Ich habe aber den halt hier schon immer drin und bin damit zufrieden. Der Bodengrund ist schwarzer Kiesel mit einem bisschen feineren Sand drin. Gut für die Pflanzen, weil gemischter Boden natürlich besser ist. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Kies reinmachen, aber das wäre jetzt nur eine Empfehlung für euch. Was ich sonst noch an Technik benutze, ist ein Lufthebefilter. Den gibt es schon für 2-3 Euro zu kaufen. Der sieht so aus, da kommt nur eine Luftpumpe dran und schon wird das Becken super gefiltert und es ist eine leichte Strömung, die dann für die Kampffische super ist. Wenn ihr so ein Betta-Becken teilt, dann würde ich vorschlagen, dass ihr zwei von dieser Sorte kauft, dass jeder einen hat. In meinem Fall wird jetzt nur einer in den Genuss kommen. Einer hat dann die Heizung und den Filter und ich würde euch vorschlagen, dass ihr den anderen Abteil auch nochmal so einen Lufthebefilter kauft. Das Produkt ist ganz praktisch, weil es höhenverstellbar ist und der Filter lässt sich ganz leicht austauschen zum Auswaschen. Ihr habt dann hinten dran noch so einen Saugnapf. Hier ist der Anschluss für die Luft. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Infobox. So, und was ihr auch braucht, das ist jetzt schon zugeschnitten von mir, ein Stück Filterratte, am besten so 2-3 cm dick. Da müsst ihr einen Schlitz reinschneiden, der aber nicht ganz durchgeht, sondern nur bis 2 cm von den ganzen vielen, die ich jetzt hier gemacht habe. Das ist alles nach Augenmaß. Ihr seht, das ist krumm und schief. Dann habe ich hier so ein Bastler, so eine Bastler-Plexiglasplatte. Es ist kein Plexiglas, es ist so ein Plastik, was auch immer. Man kann es mit der Schere schneiden oder mit einem Cuttermesser. Ich habe mir da etwas überlegt gehabt damals. Ich habe das, glaube 4 cm kleiner geschnitten und daraufhin habe ich mir halt den Rest mit dem Filterstoff dann habe ich mir den Rest größer gemacht und habe das dann so drauf gesteckt und habe jetzt im Prinzip die ganze Länge von dem Aquarium, was mir jetzt die Chance gibt, dass ich hinten eine Zirkulation durchbauen könnte. Wenn ich einen Filter nehme, habe ich an den Filter immer so ein Schlauchsystem dran gemacht. Das kommt dann vorne in den Filter und dann hat das zwei Ausgänge. Wenn ihr einen Filter habt, könnt ihr das so machen. Ich habe hier einfach einen größeren Schlauch genommen und die beiden reingesteckt. Das wird dann am Filter befestigt und
Ihr habt dann zwei Ausgänge, beziehungsweise drei sogar dann, weil hier auch noch was rauskommt, für Frischwasser, wo das Ganze besser zirkulieren kann. Das wird dann einfach hinter dem Ganzen langgeleitet und ihr seid dann safe. Da ich das Becken ja schon eingelaufen habe und ich das Wasser hier noch stehen habe, geht das bei mir jetzt natürlich ein bisschen schneller. Ich habe keine Einlaufphase, das sollte euch natürlich jetzt bewusst sein. Und dann lege ich einfach mal los. Wenn ihr anfangt, solltet ihr euch ein bisschen Aquariumsilikon besorgen, keinen normalen Silikon. Ich würde das hier oben so ein bisschen fixieren an der Platte. Dann nehme ich das Ganze und es muss unter ein bisschen festeren Druck reingehen, also sollte nicht zu leicht gehen. Und dann stecke ich das Ganze rein. Und ich fixiere das im Prinzip mit so einem kleinen Klebepunkt. Mit so einem kleinen Punkt, dass es nicht nach oben gehen kann. Jetzt muss ich das Schaumstoff noch so ein bisschen in den Kies vergraben, dass da kein Fisch durchkommt. Ihr müsst aufpassen, dass das hier wirklich hinten stramm sitzt, weil sonst kommen die Kampffische hier hinten durch. Dann habe ich hier oben natürlich ein bisschen Abstand. Das habe ich aber bewusst gewählt, weil die Klappe circa bis hier und runter geht. Und bis hierhin wird dann der Wasserstand gehen, weil die Fische sonst drüber hüpfen. Wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr das bis hier oben abschließend machen. Passt aber auf die Lampe auf, nicht dass das hier dann verbrennt. Als nächstes fange ich mit dem Hardscape an und ich habe mir überlegt, ein paar Steine reinzupacken. Und damit verstecke ich so ein bisschen die Technik. Sorry, dass das Wasser so trüb ist. Dann habe ich hier einmal solche Garnelenhöhlen. Das waren drei Stück und die haben wir auseinandergesägt und jetzt bekommt jeder Kampffisch eine Höhle am Boden. Ich habe mich bei den Pflanzen für einfaches Jarafan entschieden. Als Schwimmpflanze diese hier. Ich weiß den Namen gerade nicht, ich google es aber nach. Und dann noch so ein Moos. Das Moos schwimmt, hier sind auch noch ein bisschen Jarafan zwischen. Deswegen kommt das zum Schluss rein und jetzt werde ich erstmal das Jarafan so ein bisschen verteilen und fixieren. Als nächstes habe ich hier noch so einen etwas größeren Haufen Schwimmpflanzen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, das ist die feinblättrige Variante davon. Sieht man dann gleich, wenn es im Wasser ist. Das pflanze ich auch an. Bevor ich jetzt weitermache, jetzt das Wasser und fülle es ein. Nicht wundern, das Wasser ist ein bisschen bernsteinfarben, weil da schon ein paar Seemandelbaumblätter drin waren und so weiter. So, jetzt sind ein paar Minütchen vergangen. Das Wasser hat sich schon, die Schwebteile haben sich schon ganz gut abgesetzt. Und hier unten ist jetzt noch so ein bisschen Freiraum. Den, ich zoome mal ran für euch. Den Freiraum, der sich jetzt hier ergibt, den werde ich jetzt noch mit dem Moos auffüllen. Um den Kampffischen das Schlafen einfacher zu halten, nehme ich solche PVC-Rohre, die hängen und sind hygienisch, da sie schnell gereinigt werden können. Wer das Ganze ein bisschen schicker haben möchte, nimmt sich einfach ein bisschen von dem Moos und wickelt das so ein bisschen rum. Da ich weiß, dass meine das nicht mögen, lege ich die einfach so rein und kann sie dementsprechend auch einfach sauber halten. Und wenn man sie reinlegt, schwimmen sie auch sofort. Das heißt, der Kampffisch kann sich da reinlegen. Und ich muss nicht noch irgendwas dran bauen, dass es schwimmt.
Da mein Becken im Prinzip schon eingelaufen ist, weil ich gebrauchtes Wasser benutzt habe, kommen jetzt auch schon die ersten Bewohner rein. So sieht das Becken jetzt fertig aus. Es ist jetzt einen Tag später. Es sind noch ein paar Schwebteile in Wasser, aber mit einem Teilwasserwechsel die nächsten Tage wird das behoben sein. Natürlich auch viele Pflanzen reingekommen. Es ist sehr dicht bewachsen. Ich habe jetzt den etwas kleineren, das kleinere Abteil gegeben und den etwas größeren, das größere. Und ihr seht schon, dass die Röhre benutzt wird zum Durchschwimmen. Hier unten ist wie gesagt das Java-Fahren.